So, willkommen hier zurück bei Jedi Academy. Also wie ihr seht, ich habe wieder die Ego-Perspektive angeschaltet. Ich spiele mit Qui-Gon Jinn, was jetzt natürlich nicht so wichtig ist, weil man den ja eh nicht sieht. Eben wegen der Waffen-Ego-Perspektive. Und wie ich schon letztes Mal gesagt habe, eigentlich sollte man hier, weil man ja gerade am Ausbrechen ist, upsala, sollte man ja kein Laserschwert haben, sondern nur den Krampf, den man findet. Und deswegen benutze ich jetzt auch nur den Krampf, den ich finden werde. Jetzt gehen wir mal voran in die große weite Welt. Und da sagt schon jemand Hallo. Hallo. So, da werde ich euch jetzt auch mal meine Ego-Shooter-Skills zeigen, meine nicht vorhandenen. Jeder, der sich mein Call of Duty... Ups, was ist das denn? Jeder, der sich mein Call of Duty-Zeug ansieht, der weiß auch, wie gut ich darin bin. Ach, man kann es so gedrückt halten. Ah, ich verstehe. Das ist ja eine coole Sache. Na, Dicker, wie geht's? Ich habe kein Wort verstanden, da war irgendwas falsch eingestellt. Nimm das! Oi, 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 oi. Übertreib's halt, du Schwein! Aha! Alter! Oh! So, ups, ich hab's kaputt gemacht. War ein Versehen. Zum Glück kann ich mich ja noch heilen, denn ich meine, Jedi-Kräfte kann man ja nicht einfach so wegnehmen. Geht's noch? Kriegst mich nie, du scheiß Bolle. So, heute wird ein neuer Versuch gestartet, da... kein Laserschwert, das darf ich ja nicht benutzen. Heute wird ein neuer Versuch gestartet, HD-Videos hochzustellen. Da habe ich diesmal ein Programm dafür. Und ich hoffe mal, das funktioniert jetzt mal. Das wäre doch allerliebst, oder? Ich finde, das wäre allerliebst. Ich heile mir mal mein Schild. Blubber, 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 blubber. Danke. Hier ist überhaupt nichts. Das hat sich ja gelohnt. Ja, ich bin da. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe ja bei ein paar anderen Let's Playern mal reingeschaut. Schon wieder so ein... Ich will jetzt meine Waffe behalten. Ich will sie hier. Ich habe bei anderen Let's Playern mal hineingeschaut. Und auch bei Unbekannteren. Und da ist mir eins aufgefallen. Obwohl einige mehr Abonnenten haben und auch mehr Views, habe ich doch schon ziemlich viele Kommentare und ziemlich viele Leute. Psst. Damn! Habe ich ziemlich viele Kommentare und ziemlich viele Leute, die mir Tipps geben und die mit mir schreiben und die... Hey, ich kann ja so hochspringen. Und die mich abonnieren und die einfach cool sind. Und das ist wirklich was nicht jeder Let's Player hat. Dafür bin ich jetzt schon mal froh. Und ich hoffe, noch so einer, der nicht hinschaut. Hallo! Und ja, darauf wollte ich hinaus. Also ich finde echt meine Community, die sozusagen, die ich so ein bisschen hier jetzt habe, die finde ich schon sehr geil. Da will ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die hier bei mir am Schreiben sind, fleißig. Ja! Ah! Nee, mir geht's ja noch gut. So. Ich heile mich ein bisschen. Und hüpfen auf die Seite, um zu schauen, ob es da irgendwas Spannendes gibt. Gibt's hier was Spannendes? Gibt's hier was Spannendes? Gibt's hier was Spannendes? Los, gib her, zeig her. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Nein, gibt's nicht. Aber ich mach die Fensterscheibe kaputt. Ja, kaputt. Ich bin ja so ein Märtyrer, Fensterscheiben-Märtyrer-Opferer. Also, du weißt schon. Ich opfere mir Fensterscheiben, aber nicht mich selbst. So. Er hat irgendwas von Hangar gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass ich da jetzt mal hin soll. Zu einem sogenannten Hangar. Ich geh da lang. Ach, da war ich anscheinend. Da war ich auch. Also gehe ich mal da lang. Bloß nicht in die Tür, die bewacht wurde, weil die ist bestimmt falsch. Das sollten wir überprüfen. Ja, schon. Uah! Au! Ah! Ah! Heilen. Und jetzt habe ich... Oh. Wer war das? Wer war das? Das! Der grinst da freundlich mich an. Ach, wer ist der lieb? So, ich hoffe mal da hoch. Ui! Aufenthaltsräume oder so.
Tja, gut aufgehalten. Ist halt sowieso alles solche Aufreißer und Charmeure. Genau wie Wisst ihr, das Dipsy von den Teletubbies, der übelste Aufreißer in echt ist? Ich war letztens mit dem mal in der Stadt unterwegs, der hat sage und schreibe 12 Mädchen abgeschleppt. Ich hatte nicht mal von einer die Telefonnummer oder sowas. Der hat sich 12 Leute gekrallt. Also, obwohl ich mir beim einen, bei der einen nicht sicher bin, ob das wird. Ach, ich habe ihn schlafen gelegt. Ja, ich bin ein guter Vater. Obwohl ich mir beim einen, den er abgeschleppt hat, nicht sicher bin, ob es ein Mädchen oder ein Mann war. Insofern weiß ich nicht, was das aussagt über die sexuellen Vorlieben, die Vorlieben von Dipsy. Ich will diese Waffe. Ich habe diese Waffe. Ein Repulsorgewehr ist eine sehr schöne Waffe. Also wenn man treffen würde. Warte mal. Eine Fresse, was ist halt so kompliziert? Was bist du eigentlich? Was ist das denn? Egal, ich benutze es einfach mal und schau, was passiert. Wo soll ich jetzt eigentlich lang? Hier wahrscheinlich nicht, denn da ist eine Wand. Gibt es irgendwas zu sehen? Ja, nein. Ja, nein. Ja, hier ist auch immer nur derselbe Schmief, nämlich Treppen. Betten. Treppen nicht. Treppen sehen anders aus. An Treppen kann man hochgehen, nämlich. Ich gehe jetzt mal da rein. Ich gehe da. Ich will da. Nein, ich will da lang. Ach, eine Tür. Hier war ich auch schon. Gehe ich vielleicht mal da lang? Oh. Da! Do! Do, Re, Mi! Easy as A, B, C! Simple as 1, 2, 3, A! Und da wurde ich doch letztens für mein Singen gelobt. Was ist hier zu sehen? Ach, eine Kamera, das ist ja schön. Was ist hier zu sehen? Ach, eine Kamera, das ist ja schön. Und was ist hier zu sehen? Ach, eine Kamera, das ist ja schön. Was ist hier zu sehen? Ach, eine Kamera, das ist ja schön. Ich gehe jetzt mal wieder weg. Oh, da muss ich hier irgendwas aktivieren oder so? Aktivieren? Nein, muss ich nicht. Ja, und jetzt? Soll ich da lang? Nein, anscheinend nicht. So, wo geht's lang? Hier über diese Geräusche von den blöden Dingern hier. Was ist hier? Ach, hier war ich noch nicht. Egal, was diese Schalter sind, man sollte sie immer umlegen. Ein Schießbude. Ich schieße jetzt mal auf dieses Monster da. Erst auf das da, dann auf das da. Ach, da habe ich mir was freigesprengt. So ein Zufall. Ich will hier durch. Ich will aber hier durch. Ich will aber hier durch. Oh, da bin ich ja doch dadurch gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gesehen habe. Vielleicht habt ihr genau in dem Augenblick geblinzelt oder so. Aber ich war dadurch, wo ich durch wollte. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Oh, hier kann man ja schön ein Feld anlegen. Mit Getreide. Ups, da ist was. Da sollte ich mir mal eine andere Waffe krallen. Wie wäre es zum Beispiel? Nein. Ach, damit. Da! Nimm das! Und das! Und das! Ah ja, jetzt bin ich hier. Und das! Und das! War's das schon? Weichei! Du Weichei! Du Weichei! Das nennst du Kampf! Das war kein Kampf! Das war schlecht! Du bist ein Versager! Ich geh jetzt mal weiter. Geht's hier lang? Ach, ich glaube nicht. Ich hole mir mal das Repulsor. Ich hab in Erinnerung, dass man hier irgendwie das Repulsor oder Disruptor, so heißt es hier, dass man das hier benutzen sollte. Kann man hier irgendwie zielen? Wie ging denn zielen? So nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Was war das? Okay. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Ah. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Okay. So irgendwie auch nicht. Nein. Oh. Ja. Ah, das ist ja geil. Das kann ich ja gar nicht. Ja, das. Wo habe ich denn das jetzt bekommen? Ach, egal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Nicht mit meinem Laserschwert, sondern mit. Nicht mit meinem Laserschwert. Hallo, ich habe doch noch andere Waffen. Wo sind meine Waffen hin? Wo konnte man das sehen? Waffen? Da nicht. Was ist das denn? Da. Nein. Nein. Ja! Schockstab, ja, das wollte ich. Hey, wo sind meine Waffen? Ich will meine Waffen! Ich will meine Waffen! Ach so, ich kann die jetzt so aussuchen. Was ist das denn?
Oh, da ist das Video zu Ende und es geht weiter. Oder? Ja, tut es. Also das heißt, ich mache demnächst mal Schluss wieder. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so, dass ihr noch ein bisschen was sehen könnt von der schönen Welt hier. Was ist das denn jetzt eigentlich? Hey! Das ist ja geil. Das behalte ich. Da, wusste ich's doch. Hallo? Autsch. Spinnst du? Gut, andere Waffe. Die ist scheiße. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Warte mal, ist das überhaupt ein Kerl oder ist das, glaube ich, nur ein Geschütz? Was mache ich denn hier? Zeigt euch, Hunde! Wo muss ich. Ach, ich muss ja jetzt. Ah. Da kam jetzt ein Geistesblitz. Hallo, Freunde. Wer schießt da? Ach. Der folgt mir mit seinen Augen. Wow. Okay. So, ich mache hier mal eine Tür auf. Dann hole ich mir hier ganz viel Munition. Muni, 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 danke. Dann hier so ein Blubber, Blubber, Blubber. Und danke. Und was gibt's noch? Ah, hier ist noch ein Schalter. Jetzt wurde das grün. Das ist ja schön. Ich gehe jetzt mal hier hinten rum, neben dem Hintereingang. Ey, da wäre ich jetzt fast reingerannt. Bam. Bam. Jetzt, ich mache hier eine Schwierigkeit. Pass auf. Zack. Oh. Hallo? Ach so, ich dachte schon, es funktioniert nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich mein ganzes Schild wieder versaut, aber Pech. So, ich suche mir jetzt mal noch eine schöne Stelle, wie zum Beispiel da oben. Da hat man so einen schönen Überblick. So, von hier aus verabschiede ich mich für die Folge. Dankeschön, danke nochmal an die Leute, die mir kommentieren und die mich abonniert haben und die mich überhaupt zusehen. Hallo Leute, ihr seid cool. Ja, und von dieser epischen Ansicht hier in diesem coolen Zimmer, verabschiede ich mich. Also, bis denne. Ciao.